love it when you're touching me. Yeah, I go crazy when you're touching me. Im bekanntesten Badeort der rumänischen Schwarzmeerküste genießen zahlreiche Singlefrauen die Sonne und das Meer. Partnervermittlerin Antoinette will hier Walter aus Berlin und Dirk aus dem Ruhrgebiet mit einem ganz besonderen Date überraschen. Ich habe eine tolle Location ausgesucht für beide und auch tolle Frauen. Und ich habe mir gedacht, die werden da bestimmt außergewöhnliche Stunden verbringen, die nicht so schnell zu vergessen sind. Der erste Kunde, Walter aus Berlin. Der weiß noch nichts von seinem Glück. Hallo, was haben Sie diesmal für eine Überraschung vorbereitet? Lass dich überraschen. Ja? Und nachdem ich nicht genau weiß, was Sie mit mir vorhaben, habe ich jetzt zwei Überraschungen mitgemacht, weil ich weiß ja nicht, welche. Aha. Mal schauen. Das wird wirklich eine Überraschung sein. Alles, okay. Der ganze Trip. Aber ich habe noch eine Überraschung. Ich habe noch eine Kunde. Der kommt auch mit. Hoffentlich stört dich das nicht, ne? Ja, muss ich mal schauen. In Köln sagt man, wollen wir den reinlassen. Ja. Hoffentlich keine Konkurrenz für dich, ne? Ich gehe sehr ungern mit anderen Männern, ich sag's jetzt mal so, auf Frauensuche, weil ich bin ein eigener Typ und ein anderer ist ein anderer Typ. Und ich mache das eigentlich sehr ungern und das fand ich überhaupt nicht gut. Und wie sieht das Motivationstrainer Dirk? Hallo. Hallo zusammen. Hallo Antoinette. Ich bin der Walter. Ja, ich bin der Dirk. Grüß dich. Ja, dann traf ich ja Walter und dachte, warum stehen da zwei so Tüten drum? Was soll denn der Scheiß, habe ich mir gedacht. Wir haben eine lange Reise vor uns, weil ich habe mein Gepäck auf dem Zimmer gelassen, du reist gleich mit Gepäck. Das weiß man eigentlich, wenn man zu einer Frau geht in einem anderen Land, die man datet, dass man als ersten Eindruck, als Überraschung was in der Tasche hat, um zu zeigen, ich habe mich auf dich, liebe Frau, vorbereitet, ich habe mir was überlegt, für dich eine Überraschung zu machen. Und das ist ja bei mir immer gut aufgegangen. Also vielleicht sollte ich mal Kurse für andere Männer geben, wie man das macht hier. Ja, es sieht aus wie ein Oberarzt, ganz in Weiß. Ja, ganz in Weiß, meine Unschuld. Sehr gut. Sind zwei verschiedene Typen, also verschiedene gibt es selten. Und ja, also letztendlich ist der Ziel ist wichtig, ne, dass ich die beiden zum Erfolg bringe und dass sie einen schönen Abend verbringen. Doch ob Antoinettes Plan aufgeht, Walter ist da skeptisch. Mehr als 20 Minuten düsen Walter und Dirk mit Partnervermittlerin Antoinette durch die rumänische Landschaft. Doch die Fahrt ins Blaue nimmt eine unerwartete Wendung. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Ich wollte dir ein bisschen provozieren, wo ich so getan hatte, dass, als wusste ich nicht so genau, wo ich die bringe. Oder vielleicht links? Nee, überhaupt, ob ich hier richtig bin? Also ich denke schon. Was nehmen wir nicht auf uns, um ein Date mit einer hübschen Frau zu wir haben. Wir leiden sehr. Diese Fahrt wirst du nie vergessen. Die Stimmung sinkt ins Bodenlose bei sowas, verstehst du? Ich war so weit, dass ich aussteige und sage, ich schmeiß mich jetzt hier in die Büsche und wenn mich in zwei Tagen erst ein Rettungsflugzeug findet, ich war sowas von fertig. Mir schwant dir Böses. Also Jungs, jetzt fängt der Spaß an. Eine Oase. Wir sind da, Walter. Eine Oase des Glücks erwartet uns. So schnell kann sich Dirk also wieder motivieren. Der 50-Jährige konzentriert sich einfach aufs Wesentliche. So, wo sind die Frauen hier? Insgesamt fand ich das sehr chaotisch. Ich dachte, oh Gott, wie mag das enden? Etwa 40 Autominuten von Mamaya entfernt liegt versteckt ein kleines Fischrestaurant direkt am Strand. Doch bei Walter und Dirk hält sich die Freude in Grenzen. Ja, willkommen hier in der Oase. Ist nur leider ein bisschen spät, gell? Ja. Die Oase der Liebe. Kann man machen, aber für schöne Momente ist noch nie zu spät. Für eine schöne Frau. Man kann nicht einfach irgendwo hinbestellen und einen Knopf anstellen und so wie eine Lampe, die leuchtet und sagen, jetzt strahle mal, jetzt kommt gleich die Traumfrau daher. Das kann man mit mir nicht machen. Ich bin ein bisschen komm, deprimiert Walter, jetzt. Nein, alles, was schlecht anfängt, manchmal endet sehr gut oder manchmal umgekehrt. Ne?
Ich habe schon die erste Stunde bei meinem Motivationstrainer gebucht. Genau. Ich bin sein Personal Coach, wir kriegen das hin. Und Also mit dir, mit mir und mit der Frau, die ich dir vorstellen werde, das kann nur noch bombig werden. Oh ja. Ja, Im Moment bin ich nicht so überzeugt davon. Ich muss wirklich sagen, wenn ich mit meinem 5-jährigen Sohn irgendwo hinfahre oder was unternehme, der jammert nicht so wie Walter. Wir waren ja da, er hat es doch überlebt. Ja, Antonia, dann führ uns mal zu den Damen. Ja, erstmal zum Tisch. Erstmal zum Tisch? Ja. Tisch ohne Damen, was ist das? Ohne Tischdecke, nichts eingedeckt. Die Reaktionen von denen waren nicht so, wie ich erwartet habe. Also ich habe nicht die Freude oder die Wow bei denen auf die Gesichter gesehen, was ich erwartet habe. Andere hätten sich gefreut, die zwei nicht. Doch dann tauchen endlich die Damen auf. Und Walter ist von der blonden Mariana direkt verzaubert. Ich habe die Frau gesehen, ich habe nur noch gestrahlt, meine Herzkranzgefäße haben sich erweitert und mein Blutdruck hat sich erhöht, also ich war sofort Feuer und Flamme. Hallo, good evening. Hallo. Buonasera. Hello. Hello. Buonasera. I'm Walter. Mariana Buonasera. Und Liliana. Tu parli italiano? Sì. Hai una bella abbronzatura già tu, eh? Da sono la mare nera, no? Normal. Walter war mit einem Mal auf einem Hoch und ich war auf einem Tief. Weil ich dachte, das kann doch wohl nicht angehen. Granate für den Jammerlappen, Schabracke für mich. Mariana hat eigentlich das, was ich suche. Die würde sehr gut in mein Beuteschema passen. Aber ich habe noch nie eine Frau gesehen, die so ungepflegt war wie diese Lilly. Die Figur habe ich dann gar nicht mehr so richtig hingeguckt, weil Kind war ja schon so. Das war bis dahin schon deprimierend genug. Die 44-jährige Mariana jedoch ist eher an Walter interessiert. Ein Gentleman würde das mit Fassung tragen. Aber Dirk kann sich nach der langen Fahrt nicht mehr beherrschen. Ich muss wirklich sagen, eine Frau mit so einem Gebiss, die dürfte mir noch nicht mal einem. Do you speak English? No, German? Ja, was denn nur? Du kannst doch kein Deutsch, du kannst Rumänisch, finde ich klasse, aber nutzt mir nichts. Das war jetzt gut, ja. Um Gottes Willen, dafür fahre ich in die Pampa. Wo er die Liliana gesehen hat, dann hat er seine ganze Motivation ihn verlassen. Er hat sich total daneben benommen mit einer Frau. Total. Absolut. Eigentlich brauche ich Alkohol, dann kann ich die schön trinken. Aber nutzt auch nichts. So viel kann ich nicht schön trinken. Die haben gar nicht so viel Alkohol, dass ich die schön trinken kann. Nutzt nichts. Das Schöne ist, du kapierst gar nicht, was ich sage. Ist völlig egal, was ich sage. Er war kalt, hart und gleichgültig. So geht's ja nicht. Wenn ich ein Doppeldate mache, dann brauche ich zwei Optikschüsse. Oder ich habe einen Optikschuss für mich und für den anderen von mir so anders. Das geht ja auch. Perché dove è la gioia della vita? Ma in Germania non lo capiscono questo, sai? Ich habe noch da hinten mein Cuba Libre. Ich hole noch Cuba Libre, den habe ich nicht. Muss ein bisschen schön saufen, weißt du? Nutzt aber nichts. Dirk sucht trotzdem erst einmal die Bar und das Gespräch mit Partnervermittlerin Antoinette. Um Gottes Willen ist die hässlich. 30 Jahre nicht beim Zahnarzt gewesen, Warze am Kopf. Katastrophe, kann kein Deutsch, kein Englisch. Katastrophe. Müssen wir tauschen, ich nehme die andere. Also diese Reaktion fand ich einfach total unpassend, abwertend, unter alle Sau. Ne? Wenn die jetzt wenigstens gut aussehen würde und die kann kein Deutsch, kein Englisch, dann kann man ja ein bisschen, ne? Aber die so wie die aussieht, muss die auch gar kein Deutsch können. Ich kann die ganze Kneipe leer saufen, die wird mir nicht gefallen. Kann doch nicht jede Frau jetzt super top sein und jeder dir gefallen, nein, oder? Also eine ist ja auch eine super Schnitte. Ja, aber es geht hier nicht nur um super Schnitten hier zu holen, sondern eine Frau, die zu euch passt. Ja, aber euch auch mal nimmt. Die Blonde passt eher zu mir als zu Walter. Dirk ist eine Schande für die deutschen Männer. Er kommt als deutscher Mann hierher und sucht eine Frau, weiß aber nicht, wie man mit einer Frau umgeht.
Als der Dirk dann die Frau alleine am Tisch hat sitzen lassen, habe ich gesagt, Walter, du hast jetzt nur noch eine Aufgabe. Du musst dich jetzt um Mariana kümmern. Alles andere ist dir egal. Denn du musst dein Date mit Mariana retten und die anderen sind erwachsen genug, um ihr Date selber zu retten. Ich kann eine Hilfestellung geben, ich kann ihr mit dem Steigbügel helfen. Aber wenn er das Pferd nicht besteigt und so reitet, wie ich es ihm zeige, dann tut's mir leid, dann ist er für mich gestorben. Lieber will Walter nun ungestört sein Date mit Mariana genießen und findet schnell ein ruhiges Plätzchen. Ich hatte mir da erhofft, dass vielleicht gewisse Dinge entstehen, Größe körperlicher Nähe oder ein paar Zärtlichkeiten, die sie am Tisch mit jemand anders nicht machen wollte. Ti volevo dire che tu mi è piaciuto molto. Grazie. Sei molto simpatica, molto attrattiva. Grazie. E tu hai molto calore umano. Ah sì. E questo per me è importante. Um Walter ist es geschehen. Jetzt schaltet der Reisekaufmann endgültig in den Flirt-Modus. Mi piacciono i tuoi vestiti, la forma che ti fai, i capelli, il trucco, è tutto molto, molto. Molto bello, tu per me lo trasmetti molto, anche io vado bene a parlare con te, io sento che siamo nello stesso livello, sai, non c'è differenza per me. Frauen erwarten ein Lob. Es sind wunderbare Geschöpfe, die sich für uns Männer hübsch machen. Und das müssen wir anerkennen und müssen es ihnen sagen. Und wenn wir das nicht sagen, dann führt es dazu, dass sich die Frauen nicht mehr so schick anziehen, weil sie ja kein Echo drauf bekommen. Se il tuo uomo ritorna dall'ufficio e lui è molto arrabbiato, è molto nervoso, e allora tu che cosa fai per accalmare? Lo parli? Vado a lui. Sì, lo fai? Sempre, mi piace fare. Sì. Oh, mi piace baciare. Io bacio non stop. Non stop, sì. Non stop. Sì. Sì. Das hat Walter wohl als Aufforderung verstanden. Ma ti piace baciare? Sì, tanto. Allora baci un po'. Ah, ti faccio di rugio? No, non fa niente. Ti faccio rosso? Non fa niente. Sei molto carignosa. Ja, sie hat ja von sich aus mir die Backe hingehalten und Küsschen rechts und Küsschen links gemacht. Also den Freundschaftskuss, wie man ihn aus Frankreich kennt. Ein Zeichen der Annäherung und ein Zeichen der Freundschaft auch. Aber mit Freundschaft gibt sich Walter heute nicht zufrieden. Er gibt Vollgas. Io per te ho fatto qualche cosa. Sì, sì, sei un uomo molto carismatico. Sì, è molto attento, è ok. Sei un bravo uomo, sì. Walter scheint also auf dem richtigen Weg zu sein. Jetzt will der deutsche Casanova die alles entscheidende Frage stellen. Ma tu pensi che si potrebbe sviluppare qualche cosa fra di noi? Dobbiamo provare? No? Ci provi? Ah, no, non posso dire da prima, oh sì o oh, no? Sì. Dobbiamo provare, no? Credo che così sì. È vero, no? Sono innamorato da te, sai? Così? Amore la prima a vedere? Walter ist verliebt und das beim ersten Date. Doch wie sieht es bei Kauffrau Mariana aus? Walter ist ein toller Typ. Er ist charismatisch, sehr aufmerksam und tut alles, damit die Leute in seiner Umgebung sich wohlfühlen. Aber es braucht seine Zeit, bis ich weiß, ob er der Richtige für mich ist. Der nächste Tag in Rumänien. Gestern hat sich Reisekaufmann Walter Hals über Kopf in die 44-jährige Mariana verliebt. Heute hat er eine böse Vorahnung. Ich fühle mich wie ein ausgelassener Swimmingpool. Ich habe eine große innere Leere in mir.
Und dazu kommt noch, dass der Wein, den wir da draußen getrunken haben, mit Mariana nicht der beste war und ich heute früh auch noch Kopfweh hatte. Ob Partnervermittlerin Antoinette Walter beruhigen kann? Also mir geht's heute nicht so gut, denn mein sechster Sinn sagt mir, dass irgendwas mit der Mariana nicht stimmt. Jetzt wollte ich mal fragen, was Sie für ein Echo von ihr bekommen haben. Aber bitte keine diplomatischen Antworten, sondern das echte Leben, auch wenn es vielleicht wehtut. Begeistert war sie von Ihnen als Mensch. Aber dieser letzte Funke, den wir eigentlich suchen, brauchen, ja, der war nicht da. Das war natürlich für mich wie ein Schlag in die Magengegend. Also ich war fix und fertig. Wenn du so eine Nachricht kriegst, dann geht ein Nebel in deinem Kopf. Du siehst Trancen und du kommst damit nicht mehr klar. Also ich bin fast wie in Ohnmacht gefallen. Wenn ich die jungen Paare mit den kleinen Kindern im Hotel sehe, das macht mich sehr traurig. Ich glaube auch, dass Sie können das gerne mir sagen. Ich glaube auch, dass Sie mir bei Mariana kein Fehlverhalten vorzuwerfen haben. Nein, absolut nicht. Sie hat auch gesagt, alles wunderbar, aber fehlt einfach das Wichtigste. Das ist die Liebe, und das können wir nicht steuern. Das ist das Wichtigste. Von meiner Seite war eine sehr große Harmonie da. Ich habe mich in Sie verliebt und es tut mir jetzt sehr weh, dass Sie mich heute scheinbar nicht wiedersehen will. Vorerst ist Walters Traum geplatzt.